Also wirklich, das. Ich kann nichts mehr sagen. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Katrin. Und wenn ihr euch fragt, was ich hier so treibe, nun ja, von Unboxings meiner Boxen, die sich so bei mir im Abo befinden, bis hin über Make-up, Pflege, Hauls. Eigentlich alles, woran ich Spaß habe und wo ich natürlich immer von Herzen hoffe, dass ihr mit mir dran Spaß habt. Und heute habe ich ein wunderschönes Paketchen hier neben mir stehen. Es ist riesig und zwar handelt es sich um ein Tauschpaket von der lieben Mrs. Loredana. Und sie hat auch ihren eigenen YouTube-Kanal, den ich euch verlinke. Und so eine liebenswerte Person, Leute. Also wirklich, ihr seht die, ihr hört die und ihr verliebt euch einfach in diese Person. So eine Ausstrahlung, wunderschön und einfach absolut sympathisch. So, das ist so ein Mensch, die wollt ihr nehmen und knuddeln und schaut unbedingt da vorbei. Sie hat noch nicht so viele Videos. Ich glaube, sie hatte vorher schon einen YouTube-Kanal und macht das jetzt alles einfach nur so ein bisschen aus Spaß und der Freude wegen und sowas liebe ich ja einfach, weil es soll ja einfach alles nur Spaß machen und getreu dem Motto, es soll glücklich machen, haben wir auch unser Tauschpaket gestaltet, denn wir haben einfach Dinge uns gegenseitig geschickt, die einfach nur glücklich machen sollen und ich würde sagen, ich laber gar nicht so lange rum und wir starten mit dem Video. Kurz einmal, das möchte ich euch noch zeigen. Es ist riesengroß. Oh mein Gott, Leute, in diesem Paket war einfach allein schon... Oh mein Gott, ich zeige es euch einfach. So eine wunderschöne Schachtel. Mit hier so einem pinken Band, so wie so eine Hutschachtel ist das einfach riesengroß. Es steht Paris drauf. Ich bin verliebt in diese wunderschöne Box mit so pinken, ein bisschen Türkis ist mit dabei, der Eiffelturm, Blumen sind, die ist wunderschön. Also allein diese Box, ich bin schon komplett verliebt und ist die ein Traum, oh Süße, ich danke dir. Leider war mein Paketchen auch irgendwie noch auf ihr Wegen, deswegen hat das Video auch alles ein bisschen länger gedauert. Ich weiß nicht, irgendwie kam es abhanden und es ist aber Gott sei Dank eingetroffen und was ein Glück, oh mein Gott, mit diesem Schmetterling auch da drauf. Ich wäre so traurig gewesen, wäre das verschollen gewesen. Weil irgendwie habe ich in letzter Zeit echt kein Glück mit der Post. Also die hat schon Pakete von mir, irgendwie sind die abhanden gekommen, ich weiß es nicht. Aber Gott sei Dank, es ist hier und wir packen das jetzt aus zusammen. Mein Gott, ich laberbacke. Oh mein Gott, der erste Blick da rein. Allein die Karte, dieses Papier und alles. Süße. Ich finde das so hübsch. Und als erstes gucken wir uns mal diese tolle Karte an. Vielen Dank steht drauf. Nein, Schatz, ich danke dir dafür, dass du auch immer so liebe Kommentare schreibst. Und ach, du bist so ein Herzensmensch. Und du hast das Herz auf jeden Fall auf dem rechten Fleck und ich wünsche dir ganz viel Kraft und Glück und alles erdenklich Gute auf der Welt, weil du einfach so mega süß bist. Und ja, wir gucken mal rein, wie hübsch diese Karte alleine ist. Oh mein Gott, sie hat ganz viel geschrieben. Hey mein Herz, ich kenne dich leider nicht persönlich. Ja, leider. Wir holen das nach. Irgendwann. Und trotzdem fühle ich so... Wenn wir schreiben, als kenne ich dich schon ewig. Oh, du süße Mann. Deine Videos bringen mich zum Lachen. Das ist schön, das freut mich. Und da steckt so viel Liebe drin. Du bist ein Sonnenschein in allem, was du tust. Oh, Mann, ey, du bist so süß. Danke dir. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg. Ich dir auch, mein Schatz. Mein Engelchen, ich hoffe, eines Tages treffen wir uns mal. Ja, sage ich doch, müssen wir nachholen. Definitiv. Ich freue mich auf viele, viele weitere Videos von dir. Hab dich lieb, Engelchen. Kussi Loredana. Und sie ist einfach ein Engel. Ja, definitiv. Sie ist so eine zuckersüße Maus. Und ach Gott,
Knuddeln, knuddeln den ganzen Tag. Ach Mensch, ich bräuchte gar nichts mehr. Ich bin happy. Allein diese Box ist wunderschön und die Karte ist wunderschön. Aber diese Box ist einfach, ich liebe sie übrigens, habe ich schon erwähnt, aber einfach noch voll gepackt mit einem immensen Zeug. Ich bin richtig gespannt. Und hier haben wir etwas, es steht nichts drauf. Und dieses Papier auch richtig cool. Leute, ihr kennt mich, ich muss Papier immer retten. Deswegen machen wir das vorsichtig. Oh mein Gott, und das Papier ist auch noch rosa innen. Leute. Puh. Das muss gerettet werden. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben Face Scenic by Nails Inc. London. Ist das nicht normal für die Nägel? Eine Brighten Up Skin Energizing Cheat Mask, belebende Tube-Maske. Und ich glaube, die hat so einen Holo-Effekt oder ist so bunt. Und ja, das macht mich happy. Alleine Maske in den Händen zu halten, macht mich happy. Und die ist mit Kollagen, Pearl-Protein, Vitamin B3, B5, mit Kollagen. Habe ich schon gesagt, ne? Auf jeden Fall mit Kollagen. Und richtig cool. Richtig cool. Also bin ich richtig gespannt drauf und mega. Dann haben wir als nächstes, es steht auch wieder nichts drauf. Ich habe keine Ahnung, es ist auch wieder dieses hübsche Papier. Oh mein Gott, ich sehe das nächste, ist auch so süß, diese kleinen Kleeblätter. Ich will dieses Papier auch mit den Blättern. Oh Mann. Ich glaube, wir haben noch eine Maske, Leute. Wir haben noch eine Maske. Oh, Leute, wir haben hier von Sephora etwas. Und zwar richtig eine goldene Maske. Skin Perfector for Ultra Moisturizing Formula. Oh mein Gott, die sieht ja hammermäßig aus. Allein diese Verpackung und richtig cool. Bin ich richtig gespannt drauf. Und oh mein Gott, macht mich das glücklich. Allein diese Verpackung macht mich ja glücklich. Und dann haben wir jetzt hier noch etwas und da hat sie dieses Papier, ich sage es euch, hier mit den kleinen Glückskleeblättern und da hat sie Augen drauf gemalt. Ist das vielleicht so eine Maske für die Augen oder eine Schlafmaske? Und es ist ein bisschen dicker, was ist das? Wir checken das. Ja. Oh, nein, ich glaube, ich weiß was. Nein, okay. Nein, es ist was ganz anderes, wie ich gedacht habe. Ich dachte erst, das wäre so eine kühne Maske. Mein Gott, ist das cool. Guckt euch das mal an. Ich hoffe, das sieht man richtig. Wie cool ist das denn? Wir haben so eine kleine Tasche mit Glitzi und kleinen Blättern und kleinen Flamingos drin. Oh mein Gott, ist die schön. Auch von Sephora. Richtig cool. Oh, das macht ja schon glücklich beim Angucken. Oh mein Gott, richtig cool. Danke. So, als nächstes haben wir nochmal etwas. Es steht nichts drauf. Sie hat das so süß gemacht, ne? Von mir aus können da auch weiterhin nur Masken kommen. Oh mein Gott. Also es steht drauf. Oh mein Gott. Aber es ist ab. Oh mein Gott, was bist du? Cool ist das denn? Optimum Minimizer Grab and Go. Ich glaube, so heißt die Marke dann. Double Dare heißt die Marke, glaube ich. iZone 24 Gold Eye Patch. 24 Karat Gold Eye Patch. Also, ich glaube, wir haben hier drei Masken drin in einem Paket. Also, Goldmasken auch und wir haben eine Creme noch mit drin. Okay, also Augenpads, Peel-Off-Maske, Face and Neck Peel-Off und irgendein Moisturizer. Richtig cool, oder? Leute, richtig cool. Meine Güte, was ist das? Oh. Also bin ich richtig gespannt drauf, richtig mega cool. Ich hoffe einfach, du hast nicht übertrieben. Wir haben als nächstes nochmal etwas.
und es fühlt sich nicht an, ja, irgendwie schon an wie eine Maske, aber es ist ein bisschen dicker. Wir tropfen mal raus. Ich glaube, das ist was für die Haare. Ja, wir haben etwas Cooles für die Haare. Guckt euch das an. Und das ist eine Maske mit Shea-Butter, die ihr über Nacht in den Haaren lassen sollt und damit schlafen sollt. Oh mein Gott, Anti-Breakage, also gegen Haarbruch und richtig cool. Bin ich richtig gespannt drauf, auch das auszutesten. Und was ein Mega-Produkt. Schatzi, ich danke dir von Herzen. In mir zauberst du schöne Augenblicke. Okay, haben wir einmal hier. Ist das etwa ein Pinsel? Schatzi, ist das ein Pinsel? Sie hat mir einen Pinsel da reingepackt. Oh mein Gott, du süße Maus. Guckt euch das an. Ich hole den mal raus. Und zwar von Douglas ein Flat Eyeshadow Brush. Oh, mega cool. Das ist hier so einer. Oh, wie cool ist das denn? Ich liebe ja Pinsel und Pinsel kann man niemals genug haben. Und von Douglas habe ich noch keinen Pinsel getestet. Und sie hat bei Douglas gearbeitet oder arbeitet sie noch bei Douglas? Ich bin mir gerade nicht sicher, denn sie hat sich selbstständig gemacht. Und richtig, richtig, richtig cool. Freue ich mich riesig drüber, den auszutesten. Und der hat auch hier so ein extra so ein Ding dabei, was den in Form hält. Mag ich super gerne, wenn ich meine Pinsel wasche, wenn ich noch irgendwas habe, damit die nicht ganz so ausblättern. Bin ich gespannt drauf, den zu testen. Ah, sehr cool. Richtig cool. So, dann nehme ich etwas. Mich machst du zuletzt auf, hat sie draufgeschrieben. Oh Mann, ich hasse sowas. Oh, jetzt bin ich so aufgeregt, was da drin ist. Was ist das? Ich will das jetzt aufmachen. Okay, wir machen das zuletzt auf und gehen einfach mal weiter. Und hier ist noch was Großes drin. Und es ist schwer und es rappelt ein wenig. Ha, was hast du denn jetzt schon wieder Schönes da reingepackt? Das ist nicht dein Ernst. Süße Maus, süße, süße Maus. Sie hat mir von Jill Sander eine Bodylotion reingemacht. 150 Milliliter. Oh mein Gott, ich liebe es. Und ich weiß, dass sie das auch super gerne mag, sich mit so einer parfümierten Creme einzucremen. Halt nicht als Pflege, einfach so für den Geruch. Und ich weiß, und seit ich das gesehen habe, mache ich das auch super gerne. Und zwar, wenn ihr dann wirklich euch schlafen legt und einfach so ein bisschen irgendeinen Geruch, den ihr gerne mögt, als Creme nochmal auftragt. Und ich glaube, das ist einer ihrer Lieblingsdüfte auch. Und ihr legt euch ins Bett und habt so den Kopf so auf dem Arm und so. Ihr riecht das einfach und ihr habt diesen guten Geruch einfach und könnt viel besser schlafen. Und oh, süße, ich bin begeistert. Ich bin richtig begeistert. Ein richtig tolles Geschenk. Ich danke dir, mein Herz. So, wir gehen mal bei Knutschi. Knutscher über. Und ich knutsch dich auf jeden Fall zurück. Ach komm, ja, ich verstehe, warum es ein Knutscher ist. Sie hat mir etwas von Karl Lagerfeld und Model Co. reingemacht. Das war so eine Kooperation von denen. Lip Lights Liquid Matte Lipstick. Oh, wie cool ist das denn? Und den fand ich richtig cool. Und den hatte ich mir auch fast mal tatsächlich selber gekauft. Und das Coole an diesen Lippenstiften ist, ihr habt halt einen Spiegel mit dabei. Und ich meine, genau, seht ihr das? Ist das cool? Ihr habt nämlich einfach eine Lampe mit dabei. Oh mein Gott. Und diese Lampe ist dann halt, dass ihr, während ihr euch die Lippen schminkt, das sieht so lustig aus, ne? Halt richtig, ja, die Konturen und alles richtig seht. Und das finde ich so cool. Deswegen, wie gesagt, ich hätte mir den auch fast mal gekauft. Welche Farbe haben wir denn hier?
ist die Farbe Modern Muse und eine sehr schöne, muffige Farbe. Also richtig, richtig genial gut. Meine Güte. Und wir haben hier noch was drin, das ist so richtig riesengroß. Und wir haben noch etwas mit ganz vielen Herzen. Und zuletzt aufmachen. Und dann ist unsere wunderschöne Box leer und kann wieder mit den tollen Produkten zurückgefüllt werden. Ey, Süße, du haust mich echt um. Das sind echt Knaller. Knaller. Ach, Mensch, ey. Wahnsinn. Wir machen die Herzchen jetzt auf. Bei mir ist es gerade herzlich zumute. Und gucken wir, was uns da wieder Tolles reingepackt hat. Oh. Oh, oh, na. Du süße Maus. Sie hat mir einen 2-Phasen-Make-up-Remover reingepackt. Oh mein Gott, richtig cool. Und zwar von Douglas Essentials, diesen Face, Eye and Lips Abschminkreiniger. Und der hat wirklich so 2 Phasen und schwimmt so, oh, bin ich richtig gespannt drauf, wie der ist, um den mal zu testen. Ah, sehr geil. For sensitive eyes und jemand, der Kontaktlinsen trägt und ich trage Kontaktlinsen. Deswegen ist das für mich immer richtig cool, so ein Produkt zu haben. Und oh, da freue ich mich richtig drüber. Und oh mein Gott, richtig genial cool. Das so da schwimmt, ist schon so schön. Also ihr müsst den vorher schütteln, bevor ihr das benutzt. Aber das wisst ihr, glaube ich. So, dann kommen wir zu diesem... Es fühlt sich an wie ein Buch einfach, aber es ist viel zu leicht. Diesem Buch. Weißt du? Gott, das ist pink und es hat Herzchen drauf. Was ist das? Was ist das Hübsches? Do all things with love. Oh. Mein Gott, es sieht aus wie ein Buch. Es ist wunderschön. Oh mein Gott, ist das hübsch, Leute. Ja, ich mache alles, was ich mache, mit Liebe. Oder ich mache es halt gar nicht, weil sonst bringt es ja nichts. Oh mein Gott, und da klimpert was drin rum. Oh mein Gott, was ist denn hier noch Süßes drin? 1, 2, 3. It's prime time. Hydra Power Gel Creme. Smoothes and Moisturizes 3-Step Face Care. Okay, wir haben so einen kleinen Moisturizer. Wie cool ist das denn? Auch von diesem 1, 2, 3. Gehört da die Box auch dazu? Oh. Also, was bist du? Hyaluronic Power Serum. Deep Hydrates and Refreshes. Wie cool. Plump up the volume. Und sollt ihr vorher schütteln? Ich glaube, das ist so eine... Hyaluronsäure drin, richtig genial gut. Und dann haben wir noch etwas. Ah, ein kleinen Foaming Cleanser ist noch mit drin. Ist das genial cool. Richtig cool. Boah, da freue ich mich ja auch wahnsinnig drauf. Und allein das hätte mir genügt. Also das Ding ist ja ein Traum von einer Schönheit. Also, oh mein Gott. Also dieses ganze Paket, happy, happy, wahnsinnig hübsch, mein Gott. Und jetzt sind wir bei zuletzt aufmachen und ich sterbe gerade hier so ein bisschen vor Spannung. Weil das ist immer so, wenn man irgendwas zuletzt aufmachen soll, ich sehe was Goldglänzendes. Ich weiß nicht, irgendwie, wie man das hier noch übertreffen kann, weil das ist voll das Hammerpaket. Ich lese Coconut Water. Was ist das? Alpine Rose? Hyaluronic? Oh, Acid. Oh mein Gott, was ist das denn? Aus, raus da. Wir haben etwas von Too Faced. Sie hatte einfach was von Too Faced reingemacht. Born This Way, Turn Up The Light, Medium. Complexion Enhancing Highlighting Palette. Oh mein Gott. Bist du des Wahnsinns. Mega cool. In der Farbe Medium. Und
Da ist wohl Kokosnusswasser drin, Rose und Hyaluronsäure, die das Ganze einfach hübsch aussehen lassen soll. Und ich muss da jetzt irgendwie reingucken. Wie kann ich denn da reingucken? Ich will das sehen. Oh mein Gott, ja, das ist die. Ich raste aus. Hast du irgendwie auf meiner Wunschliste rumgestippert? Ich schwör dir. Oh, die wollte ich so gerne haben. Oh mein Gott, du bist ja wahnsinnig. Oh, ich sterbe gerade. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Jetzt weiß ich, warum zuletzt. Und wow, das ist eine Palette, die wollte ich ewig lang haben. Und du, du bist wahnsinnig. Wir haben hier nämlich drei Sachen drin. Und hier ist einmal Soft Focus drin und zwei Highlighter. Und dieses Soft Focus soll so einen leichten Glanz im Gesicht, also so ein Puder mit so einem leichten Glanz. Dann ein Highlighter, der so ein bisschen dezenter sein soll und einen richtigen Highlighter. Und oh mein Gott, allein diese Verpackung auch wieder, ne? Ah, Schatzi. Boah, ich gehe euch mal in alle rein. Ich liebe sie jetzt schon. Oh, Wahnsinnige. Ach Gott. Und wir haben einmal diesen softeren Highlight. Dann haben wir dieses Puder mit so einem ganz soften Finish, ist das. Mei, ist das schön. Und einmal diesen richtigen Glitzer-Highlight. Oh mein Gott, der glitzert richtig übel. Guck nur, ist die nicht wunderschön? Also wirklich traumhaft, traumhaft und fühlt sich super an. Oh mein Gott. Richtig, ich bin baff. Leute, ich bin baff. Was soll ich zu diesem Tauschpaket sagen? Ich hoffe natürlich von Herzen, dir haben meine Sachen auch gefallen. Und oh mein Gott, ich habe dir bei weitem nicht so geniale Sachen da reingepackt, aber ich hoffe trotzdem natürlich von Herzen, dass du einen riesen Spaß dran hast. Ich hatte allein einen riesen Spaß, mit dir das Paket zu machen und bin gerade komplett hin und weg von allem. Ja, das ist mein absolutes Nein. Eigentlich ist alles mein Highlight. Das ist so ein langes Wunschprodukt von mir. Ich danke dir, aber du hast so wahnsinnig coole, tolle Sachen da reingepackt und ich freue mich riesig. Leute, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Guckt unbedingt bei ihr vorbei und überzeugt euch selbst, was für eine süße Maus das ist. Und ich schwöre euch, es wird euch genauso gehen wie mir, denn sie ist einfach so zuckersüß und richtig, eine richtig hübsche, meine Herren. Und ja, lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da, wenn ihr mit mir hier Spaß hattet, das tolle Paket zu erkunden. Und schreibt mir gerne einen Kommentar, weil übelst geil, oder? Also ich bin baff, ich bin gerade komplett baff. Und wenn ihr möchtet, natürlich gerne noch ein Abo, weil da freue ich mich auch riesig drüber. Und geht bei der lieben Mrs. Loredana, Miss Loredana, ich sag da glaube ich immer falsch und deswegen schreibe ich es euch auch dahin und geht da vorbei und guckt mal rein und guckt auch bei ihrem Instagram vorbei, wenn ihr möchtet und ach, lasst überall alles da und vor allen Dingen ganz viel Liebe und euch allen auch ganz viel Liebe und einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.